Die Geschichte folgt der neugeborenen Helena Fischer, die Florian Lieberheisen als Vater des Barbies verdächtigt. Seit 3 Monaten verheiratet, begrüßten Thomas Seiten und Helena Fischer ihr erstes Kind. Kinder von der Ehe zu haben, ist heutzutage keine Seltenheit. Aber für die Familie von Thomas Seiten war es wie ein schwarzes Fleck. Die Beziehung zwischen Schwiegersohn und Schwiegertochter ist also nicht sehr gut. Doch weil Thomas Seiten Helena Fischer liebte, ignorierten ihn seine Eltern. Vergiss nicht, den Benachrichtigungsbutton zu drücken und unsere Kanal zu abonnieren, um über die neuesten Nachrichten von Florian Silbereisen und Helena Fischer auf dem Laufenden zu bleiben. Und dann dauerte es nicht lange, bis Helena Fischers neue Familie auseinanderbrach. Hauptursache war das Kind, das Helena Fischer gerade zur Welt gebracht hatte. Die handlose Worte der Mutter von Thomas Seiten sind ein großer Einschritt in die Liebe von Helena Fischer und Thomas Seiten. Die Mutter von Thomas Seiten sagte, sie haben Helena Fischer vor einigen Tagen dabei erwischt, wie sie sich heimlich mit einem Fremden in einem Hotel traf. Der Mann deckte sie so fest zu, dass sie nicht sehen konnte und obwohl war es immer noch sehr verschwommen. Seitdem fragt Thomas Seitens Mutter ihn, ob er mit seiner Frau herumgeschlichen sei, ohne sicher zu wissen, ob das Kind, das Helena Fischer zur Welt gebracht hat, aus dieser Familie stammt. Thomas Seitens schwieg ohne korrekte Antwort. Tatsächlich zog ihn die Mutter von Thomas Seiten. Seine Liebe zu Helena Fischer ist jedoch nicht so leicht zu zerbrechen. Thomas Seiten führte ein offenes Gespräch mit Helena Fischer und sie gab ihm eine zufriedenstellende Antwort. Doch die andere Frage ihrer Mutter klang ihr noch immer in den Ohren und Thomas Seiten ging sie nicht mehr aus dem Kopf. Ist das Barbie wirklich meins? Obwohl Thomas Seiten wusste, wie sehr Helena Fischer ihn während ihrer gemeinsamen Zeit liebte, ist Thomas Seiten jetzt etwas unsicher mit ihrem früheren Verrat während einer 9-jährigen Affäre. Nicht einmal der Mann, den Helena Fischer an diesem Tag getroffen hat. Thomas Seiten war sich also über nichts sicher. Helena Fischer scheint immer noch nicht wirklich zu verstehen. Nur Gott, der kann alles im Herzen verstehen. Und dann brachte ihn dieser Gedanke dazu, seiner Frau zu folgen. Einen Monat später entdeckt Thomas Seiten plötzlich, dass Helena Fischer ihr Kind heimlich in die Vorstadt trägt, um einen Mann zu treffen. Er war sehr wütend, musste sich aber beruhigen, um die Dinge klar zu sehen. Das Gesicht ist nicht deutlich zu erkennen, aber diese Figur ist Florian Silbereisen sehr ähnlich. Ist Helena Fischer noch mit ihrem Ich zusammen? Thomas Seiten konnte diese Tatsache nicht glauben.